In 3D-Studio können sich viele Leuchten von Leuchtenherstellern in ihre Szene reinsetzen. Diese Leuchten sind bereits schon für 3D-Studio präpariert und sind sogenannte Eyedrop-Objekte. Ich gehe auf einen Hersteller, auf einen Leuchtenhersteller und kann jetzt hier zum Beispiel in dem Bereich Indoor Lighting mir die Leuchten anschauen und ich kann mir hier eine Leuchte aussuchen, zum Beispiel hier die Leuchte Emanon. Und ich schaue mir an, dass es hier Details gibt und gibt unter anderem die Design-Datas. Und bei den Design-Datas sehe ich, es gibt 3DS-Dateien, Autodesk-Dateien, 3D Studio Max-Dateien, sogenannte Eyedrop-Dateien. Diese Dateien möchte ich einladen in mein 3D Studio und im Nachhinein weiter bearbeiten. Ich muss die Eyedrop-Datei runterladen, wichtig, und auch die zugehörige IES-Datei. Die gehören zusammen und die füge ich hinterher in mein Programm ein. Sie sehen zum Beispiel bei diesem Leuchtenhersteller, dass Sie über den Bereich Download ganze Leuchtenpakete herunterladen können. Zum Beispiel hier das Leuchtenpaket 3D Studio Max. Und hier kann man dann wählen zwischen dem Komplettpaket oder nur Innenleuchten oder Außenleuchten. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, das komplette Paket runterzuladen, weil Sie dann sehr viele Informationen haben, mit denen Sie hinterher umgehen müssen. Wenn Sie das machen, müssen Sie die Eyedrop-Dateien runterladen und die dazugehörigen IES-Daten. Okay, ich habe die Daten runtergeladen und wir schauen uns das an. Es gibt zwei Ordner für die Leuchte Emanon. Habe ich den Ordner IES? Das sind die IES-Daten, die ich brauche für die Beleuchtung. Und Sie sehen, das sind ganz schön viele, allein schon für diese Leuchte. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Daten, warmes Licht, kaltes Licht und unterschiedliche Wattzahlen. Deswegen kommt die große Stückzahl zustande. Und das Gleiche gibt es nochmal jetzt in meinem 3D-Bereich. Und ich kann mir die Dateien auch anschauen. Gerade den Ort verloren, Sekunde. Ich gehe in den Bereich Max rein und sehe, auch hier gibt es ganz viele Daten und zwar ganz viele schon fertige 3D-Studio-Szenen, mit denen ich hinterher umgehen kann. Wichtig ist zu wissen, dass meine IES-Dateien am besten gleich in meinen Projektordner reingesetzt werden und zwar in meinen Projektordner im Bereich Scene Assets. Doppelklick auf Scene Assets. Hier sehen Sie den kleinen Ordner Photometric. Und alle IES-Daten, die ich hier reinsetze, sind automatisch dann mit meinen Leuchten verknüpft. Und wenn ich das nicht mache, muss ich diese Verknüpfung händisch erstellen. Wir schauen uns das jetzt gleich im nächsten Schritt im Programm an. So, dies ist meine kleine 3D-Szene. Es befindet sich kein Licht, zumindest kein aktives Licht in meiner Szene. Und wir laden jetzt über unser Feld Importieren und Merge eine dieser Leuchten rein. Ich gehe zu dem Ordner, den ich eingerichtet habe, und zwar zu den Ordner Erko Max und wähle jetzt eine Leuchte dieser zahlreichen Leuchten aus. Wichtig ist die Leuchte, die ich auswähle, dass ich im nächsten Schritt auch die passende IES-Datei wähle und wir scrollen mal runter. Ich gehe jetzt hier auf die Leuchte Erko 7661800 und mit 14 Watt LED Warmlight und diese Datei öffne ich. Und jetzt sehe ich, ich kann die Gruppe importieren und ich wähle die Gruppe aus und sage jetzt im nächsten Schritt okay. So, er sagt mir, es ist ein altes Dateiformat, das heißt, diese Datei ist nicht mit 3D Studio 2012 erstellt. Auch das ist für mich in Ordnung. Und wir schauen uns jetzt mal im Top View an, wie das Ganze ausschaut. Ich habe jetzt hier meine Leuchte eingefügt und zwar meine Leuchte auf dem X- und Y-Nullpunkt meines Koordinatensystems. Und ich kann die Leuchte natürlich jetzt auch hier nach oben schieben, dass sie unter der Decke hängt und sehe jetzt schon, dass ich meine Leuchte drehen muss. Und das habe ich eingestellt. Ich kann sie jetzt in dem Winkel drehen. Und jetzt ist meine Leuchte richtig ausgerichtet im Raum. Schaue mir das nochmal im Top-View an und setze meine Leuchte jetzt über mein Objekt und gehe wieder rein in mein View, Kamera, Fenster.
und justiere das Objekt weiter, bis es passt. So, das Licht ist in meiner Szene und ich kann jetzt einfach schon mal in dem Preview-Fenster im Viewport von Shaded auf Realistic schalten. Sehe, es ist ziemlich dunkel und das hat natürlich was mit meiner Belichtung, mit meiner Exposure Control zu tun. Und bei meiner Exposure Control kann ich jetzt erstmal den Wert erhöhen. Und ich erhöhe den Wert und sehe auch gleich hier, dass in meinem Preview etwas leuchtet und das Licht kommt von meinem Leuchtkörper. Und wenn ich auf Render Preview gehe, sehe ich, dass es eine Fehlermeldung gibt, nämlich Missing Files, die EES-Datei wird nicht gefunden. Und verschiedene Möglichkeiten. Ich kann jetzt diese EES-Datei über meinen Browse hier suchen und zwar in dem Ordner, den ich hier runtergeladen habe, oder anders, ich kann die Dateien von diesem Ordner aus in meinen Ordner, in meinen Systemordner reinkopieren. Ich kopiere dann mir alles, String Copy, String Copy, String V und kopiere diese ganzen Dateien in meinen Photometric-Ordner auf meiner Festplatte, und zwar unter eigene Dokumente gibt es den Ordner 3D Studio Max Scene Assets und hier gibt es den Bereich Photometric. Ich kopiere alle rein. Die ganze große Anzahl an IES-Dateien ist jetzt hier drin. Ich klicke nochmal auf Cancel und wieder auf Render Preview und wir sehen, jetzt gibt es keine Fehlermeldung mehr und das Ergebnis ist auch etwas anders. Okay, das schaut gut aus. Der Ordner Photometric in meinem Projektordner ist einer der Ordner, die automatisch durchsucht werden, wenn 3D Studio nach externen Files sucht. Deswegen stimmt die Verknüpfung hier jetzt und ich kann ein wenig hier nachbelichten und gehe auf einen Wert. Ich schaue mal ganz kurz vielleicht auf den Wert 7. Und auf Basis dieser Einstellung erzeuge ich meine erste Visualisierung. Ich gehe in mein Render Setup Menü, habe eine Größe eingestellt und klicke im nächsten Feld auf Rendering. Und nach einer kurzen Zeit sehe ich meine erste Visualisierung mit einem vorgegebenen Leuchtenkörper, in dem Fall von dem Hersteller Erko. Wir schauen uns in einem nächsten Schritt die Leuchte etwas genauer an und gucken, was man bei der Leuchte einstellen kann. Und zwar gehe ich jetzt in den Bereich Shaded, wähle die Leuchte aus und gehe in meinen Bereich Modify und sehe, ich kann hier auf den ersten Blick nichts einstellen, außer die Leuchte dimmen. Ich gehe jetzt wieder auf Realistic und wir schauen, was passiert. Ich dimme die Leuchte runter und es wird langsam dunkel. Und ich kann vor die Leuchte eine Farbfolie legen. Wenn ich jetzt hier eine Farbfolie auswähle, sieht man, das ganze Licht verändert sich. Okay, Kommentar auf den ersten Blick. Wenn ich mir das anschaue, die Schrift Ergo mit der Modellnummer, sehe ich, dass das Ganze fett gedruckt ist von der Schrift und ich weiß, fett gedruckt heißt, es handelt sich um eine Gruppe. Ich gehe hier in den Bereich Gruppe, sehe, dass hier der Bereich Assembly aktiviert ist und ich keine Gruppe öffnen kann. Das Ganze ist ein Assembly, deswegen ist es auch möglich, hier diese Dim-Bereiche einzugeben und ich kann jetzt auf meinen Button Open Assembly gehen und wenn ich jetzt meine H-Taste klicke, sieht man, dass hier viel mehr drin ist als nur meine Leuchte. Es ist hier meine Gruppe, meine Assembly-Gruppe und es gibt eine ganz normale Leuchte drin, nämlich ein 3D-Studio-Leuchte mit einem Target Light und ich wähle jetzt die 3D-Studio-Leuchte aus. Und sehe schlussendlich, hinter diesem Leuchtenkörper von Erko steckt nichts weiter als ein 3D-Studio-Licht dahinter mit einer Photometric-Web-Datei. Das heißt, diese IES-Datei ist hier eingeladen worden. Die zeigt, wie das Licht von dieser Leuchte verteilt wird. Wenn ich hier auf diesen Button klicke, geht mein Browserfenster auf und hier ist in dem Ordner ist meine IES-Datei reingelegt und verknüpft und alle Einstellungen, die hier vorgenommen sind, sind von Erko voreingestellt worden und Erko als Leuchtenhersteller ist natürlich nicht daran interessiert, dass man jetzt die Einstellungen hier verändert, sondern
Ergo ist interessiert daran, dass man die Leuchte so verändert, wie man sie auch normalerweise in der Realität verändern kann. Das heißt nur über die Helligkeit und deswegen ist das Ganze geschlossen. Und wenn es bei Ihnen eine Fehlermeldung geben sollte oder Sie unsicher sind, ob die Photometry-Webdatei richtig verknüpft ist, können Sie die Assembly-Gruppe öffnen und Sie können hier reingehen und schauen erstmal, ist die Photometry-Webdatei drin. Und wenn alles in Ordnung ist, gehe ich wieder auf Group und sage Close und meine Gruppe ist wieder geschlossen und ich kann jetzt nur noch das Licht dimmen, wie jede konventionelle Leuchte schlussendlich auch. Eine Sache ist beim Gebrauch von Leuchten von Leuchtenherstellern noch wichtig, darauf zu achten. Die Leuchten sind nicht unbedingt mit Materialien hergestellt worden, mit Mantle-Ray-Materialien, sondern möglicherweise nur mit Standardmaterialien. Wir sehen jetzt hier eine Visualisierung, wo man den Leuchtenkörper sieht. Das schaut gut aus. Es kann passieren, dass Sie Visualisierungen haben, wo auf einmal komische Flecken in der Szene sind. Und das liegt möglicherweise daran, dass hier Standardmaterialien eingesetzt worden sind und diese Standardmaterialien nicht physikalisch korrekt das Licht reflektieren, insbesondere hier im Reflektorbereich. Und Sie sollten, wenn das passiert oder vielleicht sogar generell, die Materialien dieser Leuchten austauschen. Und zwar, was wir machen, im ersten Schritt, wir öffnen den Materialeditor und ich gehe jetzt hier in meinen Bereich Get Material und schaue unter Scene erstmal, wo meine Materialien sind von der Leuchte und ich sehe hier das Material Arco Materials. Das lade ich mit einem Doppelklick in meinen Materialeditor rein und sehe, dass hier ganz viele Standardmaterialien verwendet worden sind und es sind keine Arco Design oder keine Autodesk Materialien und es ist eine gute Idee, diese Materialien auszuwechseln. Okay, ich gehe jetzt auf eines dieser Materialien, zum Beispiel hier das Arco Aluminium. Und gehe hier auf das kleine Feld Standard und anstatt Erko Aluminium gehe ich in die Materialbibliothek und in die Materialbibliothek Metall, gehe jetzt hier auf Aluminium und wähle ein möglichst vergleichbares Material, zum Beispiel hier dieses Material Light Gray, mache einen Doppelklick drauf. Und gehe hier auch wieder auf Ambient Occlusion und stelle hier einen Ambient Occlusion Wert ein und habe in dem Fall schon das erste Material ausgetauscht und je nachdem, ich kopiere das einfach jetzt in die anderen Ordner hinein, die auf meinen ersten Blick eine relativ ähnliche visuelle Erscheinung hat und je nachdem müsste ich mir die Einstellungen von den Materialien genauer anschauen, dass ich nicht alles im gleichen Design habe und hier natürlich ein weißes Material wählen. Und so weiter und so fort. Es macht Sinn, das auszutauschen, um hinterher auch einen wirklich fotorealistischen Eindruck von der Leuchte zu haben oder insbesondere, wenn es einen Reflektor gibt, der ein Standardmaterial hat, dass dieses Material ausgetauscht wird mit einem Mantle-Ray-Material, um auch die Reflexion des Lichtes adäquat im Raum zu haben, wie ich das hinterher erwarte. So, wir sehen jetzt, dass ich alle Materialien ausgewechselt habe. Es sind jetzt hier nur noch Autodesk-Materialien vorhanden. Die Lichtszene sah vorher schon gut aus. Wenn wir uns das 3D-Modell anschauen, dann sehe ich hier das 3D-Modell noch mit den Standardmaterialien. Ich sehe jetzt hier das 3D-Modell mit den Autodesk Mantle-Ray-Materialien. Sie sehen, das Ambient Occlusion macht schon einen Unterschied. Es sieht einfach plastischer aus. Und ich habe noch wenige weitere Visualisierungen erstellt. Hier sieht man jetzt mehrere Objekte in den Raum, mehrere Leuchten in den Raum gehängt. Und das Licht wird natürlich hier schon wesentlich komplexer. Wenn ich mir das als Detail anschaue, mit ein bisschen Tiefenunschärfe, sehe ich hier schon ganz unterschiedliche Lichtschattierungen. Und wir gehen noch einmal in die Szene rein. Ich habe den Leuchtkörper jetzt so gedreht, dass ich ihn mir genau anschauen kann. Ich habe die Gruppe als Assembly wieder geöffnet. Normalerweise ist es das so, dass hier standardmäßig die Lichter als Shape Point eingegeben ist. Das heißt, ich sehe den Leuchtkörper nicht als weiße Fläche. Ergebnis ist bei dieser Einstellung diese hier. Wenn ich jetzt hier statt Point auf Disk gehe und eine Scheibe einstelle und die Scheibe sollte natürlich nicht größer sein als mein Körper, dann schaut das etwas anders aus und zwar schaut das dann folgendermaßen aus. Ich habe dann eine leuchtend weiße Fläche noch in meinem Leuchtkörper
drin und das Ganze sieht natürlich in der Summe dann etwas realistischer aus von der Visualisierung her, nicht von der Lichtverteilung natürlich. Und das geht, wenn Sie hier die Gruppe öffnen und dann hier bei mit Light vom noch das Shape ändern von Point auf zum Beispiel Disk.